Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Holi-Video. Ich habe mir was bei Holi bestellt, also was für Geld und Punkte habe ich auch eingelöst. Das werde ich euch jetzt zeigen. Da wird es auch noch später noch ein Video geben, mit wie ich den Geschmack beschreiben, das werde ich euch den Geschmack beschreiben, ob es mir geschmeckt hat, nicht geschmeckt hat. So. Weil die haben nämlich gerade ein Sale gehabt und dann musste ich gleich zugreifen. So. Und zwar habe ich dann bestellt einmal Eistee Green Apple. Nee, grüner Apfel, grüner Tee. Von Holi. Habe ich mir einmal bestellt. Also es war ein Komplettpaket praktisch. Ich zeige euch auch, was da alle drin war. Dann Blackberry Black Tea. Das wirkt irgendwie dicker. Oh, so ist es schöner. Nur weil es hier Blätter ist. So. So, steht es doch wieder so. So steht es dann auch im Schrank dann. Dann haben wir hier und hier einmal ein Becherle. Und hier steht natürlich auch Holi drauf. Plastik, das Metall, wie ihr seht, und außenrum hier oben im Deckel ist nochmal Plastik und dann kann man das, ist wirklich richtig zu, man kann das halt so ein Stück schrauben und dann ist es richtig fest zu, damit das halt auch nicht trocken wird. Haben wir einmal gelb für, was war das, Blackberry, und dann haben wir hier nochmal für den Apfel. Haben wir hier nehmen auch nochmal. Der ist rosa hier halten für den Apfel. Und zwar Eistee. Apfel. So, was ist denn da? Ich drehe mal für euch und da steht dann auch Holi. Und das ist auch Metall. Auch da. Und hier Plastik zum Verschluss. Und dann. So, und dann ist es fest drin und wird auch nicht hart. Also ich habe schon probiert, habe ich den Shisha, da werde ich auch noch ein Video zu machen, den Shisha-Apfel, da sind zwei verschiedene Apfelsorten. Und da hatte ich es nur in dieser Tüte und da wird es auch nicht hart. Weil das ist hier oben, hast du denn so luftdicht verschlossen. Ja, also hast du so ein Dings. Das ist voll geil. So, aber ist noch nicht alles. In dem Paket war noch mehr drin. Wie gesagt, das ist alles jetzt erstmal noch, alles, was ich in dem Paket hatte. Weil ich brauche ja auch noch, wenn ich mir anmische, den passenden Shaker. Das ist jetzt für grün, für Apfel. Das ist Plastik. Haben wir da auch so ein Netz oder so? Ach, das ist so ein Aufsatz. Okay, also man kann das aufschrauben und dann hat man hier oben, ja, dieses hier.
Das macht man hier einfach rein. So, stoppt man hier rein. Und dann kann man hier draus trinken. Ich zeige es, ob es zu fest reingemacht. So. Und hier draus kann man dann trinken, glaube ich. Da. Und hier oben ist dann dafür da, dass es halt ein bisschen Luft drin kommt. So. Und noch einen. So, und das ist dann halt oben lila. So, das ist für die Blaubeere auch Plastik. Ja, die haben auch welche in Glas. Und das war alles ein Paket. Praktisch zweimal Eistee mit Metallbottichen und Plastikflaschen zum Trinken. Jetzt habe ich aber auch noch Punkte eingelöst. Erstmal habe ich sowieso Punkte eingelöst, um Rabatt zu bekommen. 15% Rabatt, weil man kann ja, wenn man sich immer anmeldet, wenn man Geburtstag hat, kriegt man Punkte geschenkt. Wenn man eine Bestellung macht, kriegt man Punkte. Und wenn man die Punkte sammelt, kann man die dann einlösen gegen Rabatt, gegen Shaker, gegen, werdet ihr gleich sehen, hier gegen Captain. Achso, nee, gekauft habe ich denn noch. Ich habe ja noch was gekauft. Ich habe dann noch eine Probierpackung gekauft. Und zwar nicht für die Energies, die kenne ich ja, die habe ich ja. Die haben wir dann auch noch schön noch. Hol die Karte mit bei. Ich habe hier die ganzen Eisteesorten. Also 1, ich muss mal zählen, 2, 3, nee, warte mal, das ist falsch. 2, 3, 4, 5 mal Eistee. Und zwar, da sind natürlich auch die Sorten mit bei, die ich schon habe, die ich jetzt geholt habe. Das ist einmal Apfel Green Tee. Das habe ich ja. Dann haben wir hier, nee, das ist es nicht, das ist es auch nicht. Boah, ich brauche meine Brille. Ich brauche meine Brille. Also Blaubeere ist, so wie es aussieht. Also Blackberry ist, so wie es aussieht, nicht mit bei. Aschia Hibiskus. Keine Ahnung. Dann. Ah doch, hier ist es. Blackberry Tea. Der ist das Blackberry. So, die Beeren habe ich ja. So, und dann haben wir hier noch Raspberry and Vanille. Also so. Na komm. So Art Heidelbeere, na komm, Art Heidelbeere, Vanille, der will jetzt wieder nicht fokussieren hier, warum auch immer. Wartet mal. So, hier seht ihr das. Das haben wir mit bei. Und Peach, also Pfirsich heißt, oh Gott. Pfirsich-Eistee. Haben wir auch noch. Das habe ich mir geholt, weil, wie gesagt, ich habe bei dem Vanille, der klang interessant. Wollte mir aber nicht für 27 Euro eine ganze Packung holen und dann schmeckt das nicht. Ich kann ja sowieso nicht alles mit einem Mal trinken, weil das wird ja auch trocken irgendwann.
Deswegen, hier ist das Vanille drin. Dann Acai, oder wie das heißt. Also die kleinen runden Bällchen hier. Das fand ich auch interessant. Das ist dann halt mit bei. Und halt, naja, Pfirsich war jetzt für mich eher uninteressant. Aber so kann ich es gleich mal mittesten, ob es wie normaler Pfirsich-Eistee schmeckt. Ja? Aber die beiden Sorten waren für mich wichtig. Und ich dafür für jeweils 27 Euro eine ganze Packung hole und dann schmeckt das nicht. Da habe ich mir hier so eine Probepackung geholt. Was habe ich dafür bezahlt? 18 Euro oder so hat die gekostet. Gut, ich habe ja dann im Endeffekt habe ich gerne auf die ganze Bestellung noch Rabatt gekriegt. Aber ja, das ist dann halt besser. Da kannst du das halt komplett testen erstmal. Und die Sorte, die dir schmeckt. Also wenn du sowieso Energy bestellst, für euch vielleicht interessant, wenn ihr Energy bestellt, wieder mal Nachschub oder so, bestellt euch einfach mal so eine Probepackung vom Eistee mit und kostet den. Ich war skeptisch beim Shisha-Dings, aber es schmeckt wirklich geil. Es schmeckt wirklich geil. Und ich mache ja gerade eine Stoffwechselkur, Ernährungsumstellung, alle drum und dran, um ein bisschen abzuspecken. Und selbst den darf ich trinken. Und den Energy darf ich auch trinken. Das ist nicht kontraproduktiv, weil es ist kein Zucker mit drin. Und was sie mir gesagt haben, ich muss bei dem Energy nur aufpassen, weil da sind ja, ich nehme ja auch Pillen, wo Energy mit drin ist, vormittags, damit es halt nicht zu viel wird. Aber da ich den Energy abends trinke, passt das. Dann habe ich mir, das ist übrigens auch ein Eistee, da habe ich den Namen aber jetzt vergessen, noch so einen Anhänger bestellt. Der hat 400 Punkte gekostet. Also dafür habe ich nichts bezahlt. Und dann habe ich mir noch einen rosa Shaker geholt. Ja, für meine Tochter. Und weil das so schön knallig aussah, und da dachte ich, Mensch, normale Farben hast du schon alle. Oder nicht alle, aber einige. Und das ist halt super auch für die Kleine. Da, weil hier ist ja auch eine Skala dran. Ja, für 300, 400 und was weiß ich. Da kann sie dann ihren Schoko machen. Also Milch mit Schoko. Ja, Tigga. Ja, kann sie dann hier Milch mit Schoko machen. Und ja, kann auch eigentlich schon hier draus trinken, fast die Kleine. Sind wir noch ein bisschen am Üben. So. Und da ist es. Ich hatte mir ja schon einen blauen Löffel bestellt. Damals. Und hier ist jetzt der rosa Löffel noch. Ja. Warum? Ja, den blauen will ich für Energy haben. Da mache ich mir auch noch Haken im Schrank, wo ich das habe, ran, in Innenseite. Und dass ich das dann anhängen kann. Und, oder so eine kleine Büchse, wo ich das drin lege. Und dann ist der für Energy, der rosane für, der blaue für Energy und der rosane für Eistee. Je nachdem, welchen Eistee ich jetzt gerade angefangen habe. Ich werde wahrscheinlich nicht alle zur gleichen Zeit anfangen, oder obwohl, ich bin neugierig. Aber dafür habe ich ja die Probepackung, da kann ich erstmal die Probepackung anfangen. Und dann kann man da weitersehen. Ich habe mittlerweile in der Küche, in dem einen Schrank, neben meinen Gläsern, das ist schon mein Holi-Schrank, da ist mein Energy drin. Der Eistee ist da drin, den ich schon habe, und meine ganzen Holi-Becher. Und wenn es so weitergeht, dann noch mehr Holi-Becher oder so. Und die Eistee-Becher, da muss ich dann wahrscheinlich dann da noch einen anderen Schrank nehmen oder hoppala, mir was anderes einfallen lassen, damit das alles passt. Oh, jetzt ist mir mein Schlüsselanhänger runtergefallen. So. Ich trapiere das mal hier noch so ein bisschen für euch, damit ihr das so ein bisschen besser sehen könnt. Damit wir noch ein bisschen schicki machen hier. So. Weil das Auge ist ja mit, wie man so schön sagt. Obwohl, das kann ich ja so machen, übereinander stellen. So.
Irgendwie hat die Kamera momentan eine Macke und stellt sich. Da steht auf manuellen Fokus, warum auch immer. Wie gesagt, zweimal Eistee, zwei Flaschen und zwei Metallbottle, wo man es denn drin machen kann. Und das alles hat halt bezahlt. Also nur das hat gekostet. 100 Euro. Moment, ich gucke nochmal nach. Ich will wirklich nichts Falsches sagen. Weil noch ist das Angebot ja. So. Sales. So. Runtergesetzt von 139 auf 89 Euro. Kostet das. Also praktisch zwei Becher, zwei Metall, zwei Tüten. Und die Probepackung, die lege ich mal hier davor, die kostet... ja, Tiger, ich bin hier. Dicke Futter und jetzt tut der Bauch weh, wa? Die Probepackung, die haben jetzt auch neuet mit Affen hier. Geh mal weg. Die kostet 18,99 €. Und praktisch den Shaker, den Löffel und das habe ich mir für Punkte geholt. Und dann halt noch den Rabatt. Ihr könnt auch einen Glas-Shaker und Apfel bekommen und Probepackung für 51 Euro. Ja, also die haben leider nicht von allen Probepackungen. Also beim Eistee, so wie ich gesehen habe, ja. Außer jetzt von dem ganz neuen, das ist... Hibiskus-Tee. Red Grapes Hibiskus-Tee. Ja, und dann halt von dem Mango-Passionsfrucht. Davon gibt es leider auch keine Probepackung. Aber das werde ich mir vielleicht auch noch irgendwann holen. Und bezahlt, kann ich euch auch sagen, bezahlt habe ich insgesamt, nachdem ich den Rabatt dann eingelöst habe, habe ich bezahlt, also ab 49 Euro hat Hodi sowieso gratis Versand. Account. So, Hodi Shopping. Ja, wo ist denn das? Ich muss auf Browser-Ansicht machen. Ja, der Tiger ist hier gerade sehr verschmust. Mal so. So. So, Profil. Holy Squad. So, jetzt bin ich da bei meinen Bestellungen. Ich habe bezahlt, am 31. Mai aufgegeben, bezahlt, erfüllt, 92 Euro und 64 Cent. Eigentlich war ich bei über 100 Euro und habe ja dann 15% Rabatt bekommen. Ich hatte euch extra ausgerechnet, ihr könnt 15% Rabatt nehmen für Punkte, könnt ihr einlösen oder ihr könnt 10 Euro Rabatt nehmen. Ich packe euch auch den Hodi-Link mal unten drunter. Wenn er da mal raufklickt, unterstützt er mich auch gleich ein bisschen mit. Das ist so ein Partnerschaftslink ist das nicht. Das ist so ein, wenn du bei Hodi anmeldest, Freunde werben Freunde, so nach dem Motto. Müsst ihr dann durchrechnen, womit er am meisten spart. Also ich habe jetzt ausgerechnet, ihr habt, dass ich mit den 15% mehr spare als mit den 10 Euro. Deswegen habe ich die 15% gemacht. Da gehen aber auf mehr Punkte drauf für 15%. Anstatt, also bei, im Gegensatz zu 10 Euro. Das weiß ich aber jetzt nicht, wie viele Punkte ihr dafür opfern müsst. So, nichtsdestotrotz wartet jetzt. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären, Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Wie gesagt, ich packe euch den Hodi-Link unten in die Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.